Was ist die beste Möglichkeit, eine Digitalisierung zu versagen? Na, indem ich sie gar nicht erst anfange. Wir in der Softwareentwicklung, wir denken unsere ganze Welt schon digital, in Bits und Bytes. Wenn ich irgendwo mal einen Vertrag oder was wirklich physisch unterschreiben muss, aus irgendwelchen Gründen, dass die noch nicht so weit sind mit der Digitalisierung, ich muss erstmal anfangen und auf meinem Schreibtisch den Kugelschreiber suchen. Es gibt aber Unternehmen, die sind dann noch ganz weit weg. Die laufen noch mit so einem Stapel Papier in die Produktion und da wird dann jeden Tag, werden die Zettel verteilt und die kommen da nicht voran. Und die haben eine große Hemmung, die Digitalisierung zu starten. Und ich will euch zeigen, wie man vielleicht doch einen Schritt in die Richtung kommt. Wie kommt man in die Digitalisierung rein? Es ist immer noch so, dass ich regelmäßig auf Unternehmen treffe, wo dieses Thema noch überhaupt nicht wirklich angegangen worden ist, aus verschiedensten Gründen. Und das ist jetzt erstmal auch nichts Schlimmes. Man kommt halt so weiter, wie man bisher weitergekommen ist. Kritisch wird es halt, wenn die Konkurrenz dann langsam an dem Punkt ist, wo sie die Vorteile der Digitalisierung ausnutzen können und einem dann das Leben schwer machen, weil sie halt vielleicht schneller produzieren oder qualitativ besser produzieren, zu günstigeren Preisen produzieren. Und dann wird es eben kritisch, dass man dann auch noch auf dieses Digitalisierungspferd aufsteigen muss. Selbst wenn man das schon zig Jahre etablierte Prozesse hat, muss man dann wirklich als Unternehmen komplett umdenken. Und da haben immer noch viele Unternehmen, also wenn dein Unternehmen da auch in dieser Situation ist, bist du tatsächlich nicht der Einzige, haben da immer noch Hemmschwellen, stehen da vor der Situation, dass sie nicht, sich nicht trauen, in diese Digitalisierung einzusteigen, kein Budget haben, aus Kostengründen das nicht machen können. Wobei bei diesem Kostenfaktor, da muss ich sagen, das ist meines Erachtens ein kleines bisschen ein vorgeschobenes Problem, weil wir machen die Digitalisierung ja nicht, weil wir da Spaß dran haben, irgendwie mit neuen Tablets durch die Werkhalle zu laufen, sondern wir machen die Digitalisierung, weil wir damit ja Kosten einsparen wollen oder schneller sein wollen oder bessere Qualität haben wollen. Also wir machen die Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck und sondern sie wird verwendet, um eben damit andere Ziele zu erreichen. Es gibt auch diesen schlauen Spruch, dass Digitalisierung ist ja nicht, dass ich das, was ich vorher im Papier gemacht habe, dann auf dem Tablet mache, sondern die richtigen Vorteile kommen ja dann daraus, dass ich es verknüpfen kann, dass ich eine Zeitersparnis habe, dass ich bessere Qualität habe, Nachvollziehbarkeit habe. Diese ganzen zusätzlichen Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung ergeben, die machen dann letztendlich den richtigen Vorteil aus. Ich habe natürlich, wenn ich auf das Papier verzichte, mal abgesehen davon, dass ich mir das Geld für das Papier spare und auch weniger Fehler beim Ausfüllen von irgendwelchen Formularen haben kann, weil ich schon mal vorher validieren kann. Auf einem Papier kann jeder draufschreiben, was er will, und wenn das dann erst in der Produktion liegt und der Werker dann irgendwie den Formular sieht, wo absolute Grütze drin steht und dann erstmal wieder nachfragen muss, hey, wie ist denn das gemeint? Weiß nicht, ob das bei euch ab und zu mal vorkommt. Sowas kann in der Digitalisierung eigentlich schwieriger passieren, weil da kann ich gleich die Input-Validierung machen. Da kann ich schauen, ist das, was da eingegeben wurde in dem Auftrag, ist das valide? Das sind so die Vorteile, die ich in der Digitalisierung habe. Trotzdem verstehe ich aber auch das Argument, dass natürlich Unternehmen sagen, ja, also da jetzt irgendwie ein paar Millionen gleich am Anfang aufzustellen, oder sie wissen ja gar nicht mal, wie viel es kostet. Sie stehen ja da vor einer kompletten Wand. Also das ist wie wenn ich zum Steuerberater gehe oder wenn jemand anders zum Arzt geht. Man ist kein Fachmann und man hat da irgendwie eine Hemmung davor. Man muss sich ja letztendlich auch dem Dienstleister, wenn ich jetzt keine eigenen IT-Leute habe, die sich da wirklich auskennen, muss ich mich dem ja auch ein Stück weit ausliefern. Also da verstehe ich die Hemmung. Aber es gibt ja auch Wege, das zu umgehen und wie man eben da reinkommt, dass man dann doch so die ersten Schritte in die digitale Richtung macht. Und da ist einfach der Weg, wie man sowas erreichen kann,
dass man eben nicht mit den großen Budgets loslegen muss, sondern dass man sich erstmal wirklich ein kleines Projekt aussucht, mit dem man einfach mal starten kann. Das Wichtige ist, dass man es startet, weil solange ich nicht anfange, kriege ich kein Feedback. Da kann ich nicht lernen, da kann ich nicht sehen, okay, in der Digitalisierung bei uns im Unternehmen funktioniert das gut und jenes weniger gut. Solange ich das nicht ausprobiere und zumindest mal im Kleinen mal so einen kleinen Testballon starte, bleibt für mich immer diese Nebelwand sein. Und da kann auch kein Consultant von außen helfen, weil das ist eine Erfahrungs- und Lernkurve, die muss jedes Unternehmen durchmachen. Und das Schwierigste ist einfach, oder das größte Problem ist einfach, wenn man diese Lernkurve immer vor sich her schiebt. Man wird da nicht drum rumkommen. Also wenn man da als Unternehmen konkurrenzfähig sein, bleiben möchte, dann wird man diese Lernkurve früher oder später mal angehen müssen. Und da ist eben unser Vorschlag, dass da eben nicht mit einem großen Budget und wir brauchen dies und wir brauchen jenes. Und es ist ja auch, man will ja alles richtig machen am Anfang. Dann setzt man sich hin, dann schreibt man ein Anforderungsheft runter, was unter Umständen recht kurz und relativ unscharf ist oder wahnsinnig ausdetailliert. Da wäre mein Vorschlag, fangt schon früher an. Holt euch da vielleicht eine Hilfe ins Haus, auch gerade für diese Anforderungslisten, dass man sich da mal wirklich zusammensetzt und jemanden, der ein bisschen Erfahrung hat, mal reinhorcht und euch fragt, was braucht ihr denn? Und das muss auch dann gar nicht mal der sein, der letztendlich dann die Entwicklung irgendwie macht. Aber dass der dann euch dann irgendwie so ein bisschen leitet, bisschen anleitet, bisschen Ratschläge gibt, wie fange ich denn mit so einem Anforderungskatalog vielleicht erstmal an? Und es sind dann auch keine gigantischen Kosten. Klar, so jemand ist jetzt auch nicht ganz billig, aber es ist jetzt kein Millionenprojekt, wo ich da irgendwie anschieben muss. Und man kann es ja auch rückwärts rechnen, dass man sagt, okay, wie viel ist mir die Digitalisierung im Moment denn wert? Und dieses Budget gebe ich halt dann immer aktuell für das aus, was jetzt gerade als nächstes ansteht. Wie gesagt, da muss man sich halt dann mal so ein paar tausend Euro im Monat, wenn man das, also muss nicht mal irgendwie ein fünfstelliger Betrag sein, den man da monatlich ausgibt, dann ist der halt jetzt nicht Vollzeit da und pusht das Ding mit Full Power, aber da kann man sich dann Teilzeit ein paar Tage im Monat mal jemanden holen, der einen dann sich ein paar Tage dann mit einem zusammensetzt und dann halt so ein bisschen die Anforderungen schreibt, aber man kommt zumindest mal ins Doing rein und dann wird das Ganze halt auch ein bisschen klarer. Dann habe ich irgendwann mal so ein bisschen als allererstes mal dann überhaupt mal das Projekt rauszusuchen. Was gehen wir denn als erstes an? Was lässt sich schön abgrenzen? Was bringt uns vielleicht was, ist aber nicht unbedingt gleich produktionskritisch. Dann habe ich dann mal ein Projekt, wo ich auch mal ein bisschen länger dann nochmal ausprobieren kann, ob das so funktioniert. Aber wo würde mir das schon mal so ein kleines bisschen Hilfestellung bringen? Und idealerweise vielleicht jetzt nicht gerade was, wo gleich personenbezogene Daten drin sind, weil dann hat man halt gleich wieder Betriebsrat- und Datenschutzprobleme, sondern vielleicht irgendwie einen Fahrplan für eine Maschine, wenn ich jetzt nicht eh schon ein ERP habe oder sowas. Oder irgendwie die Produktionsliste für den nächsten Tag, dass man so mal sagt, okay, das war mal so ein erstes kleines Projekt, da können wir mal schauen, dass wir mal überhaupt die ersten Schritte machen. Und wenn ich die dann gemacht habe und dann die ersten Anforderungen da sind, dann kann man sich überlegen, okay, ist das was, wo jetzt zum Beispiel auch Kunden sehen, macht es da Sinn, dass wir dann nochmal designmäßig ein bisschen drüber gehen, ein UX-Designer, der sich vielleicht mit der User Experience auseinandersetzt, das auch ein wichtiger Punkt ist, der oft unterschätzt wird, aber halt auch eben ein Kostenpunkt, oder sagt man mal, okay, man geht mal in so einen ganz allerersten Proof of Concept oder MVP oder dergleichen und sagt, okay, so ein Ding lassen wir mal entwickeln, da haben wir dann auch schon wieder so ein bisschen ein besseres Bild vor Augen, was dieses kleine Ding können soll. Und geben das dann mal in die Entwicklung zu einem externen Dienstleister oder so, der uns dann da eine erste Version macht und dann können wir anhand von dem Input können wir dann lernen. Und eben zusammengefasst, da eben der Vorschlag,
nicht das große Ding zu planen, nicht das große Projekt, das dann gleich alles erschlagen soll und wir erwarten dann uns schon diese und jene Gewinne aus dem Ganzen raus, sondern das erstmal als Investition zu sehen, sich zu überlegen, wie viel von meinem monatlichen Budget kann ich denn dafür ausgeben. Es ist eine Investition, also da wird man am Anfang nicht genau beziffern können, wie viel kommt denn dabei am Ende rum, aber wenn man den Weg geht und da anfängt, seine Prozesse zu digitalisieren, seine da aufzubauen und zu vernetzen, dann wird es mittelfristig durchaus auch einen Return on Investment haben. Also es ist kein rausgeschmissenes Geld, es ist ein wohl investiertes Geld, aber man kann es eben am Anfang noch nicht so berechnen. Und das ist eine Reise. Aber jede Reise beginnt halt mit dem ersten Schritt und den muss man halt dann auch mal machen. Der Thomas hat mich letztes Mal im Interview gefragt, was denn diese Daseinsberechtigung von einem externen IT-Dienstleister ist, wenn man doch eigentlich die eigenen Mitarbeiter aufbauen und fördern sollte und eher sich auf den Aufbau von einer eigenen IT konzentrieren sollte, weil klar, eigene Mitarbeiter sind das beste Kapital, was man haben kann. Stimme ich auch zu, also auch meine Mitarbeiter sind mein bestes Kapital. Also und die Leute sind ja bei mir auch fest angestellt. Wir arbeiten teilweise mit externen, aber unser Ziel ist, möglichst viel auch intern zu halten und das sollte auch das Ziel von jedem sein. Aber mir geht es genauso wie vielen anderen. Oft halten sich leider nicht die IT-Projekte mit ihren Lieferdaten an die Verfügbarkeit von den Mitarbeitern. Und das ist halt ein großes Problem. Natürlich kann ich versuchen, alles intern abzubilden, aber es ist halt oft schwierig, dann habe ich irgendwie einen Messetermin, wo mal irgendwas fertig sein muss oder ich muss jetzt irgendwie ein Innovationsprojekt durchschieben, wo ich einfach nicht die entsprechenden Leute zur Verfügung habe. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt und der ist, glaube ich, viel gravierender noch, als der heutzutage oft auch kommuniziert wird. Es geistert ja so durch alle möglichen Medien, dass wir einen gewissen Fachkräftemangel haben und gerade in der IT ist ja der Fachkräftemangel relativ hoch. Aber meines Erachtens ist das Problem noch tiefgreifender. Weil, wenn wir uns zurückerinnern, so in den 80ern, 90ern, als so Bill Gates und Steve Jobs so ihre Garagenklitschen dann so in riesige Konzerne umgebaut haben und da jede Menge Geld verdient haben, wenn man sich die Leute damals vorstellt, wer hat damals so IT gemacht? Das waren doch irgendwie so eher diese Nerds, die halt irgendwie nerdig da versucht haben, ein cooles Produkt zusammenzuzimmern. Und die irgendwie auch dran geglaubt haben, dass sie da was Neues schaffen können und was umbauen können. Coole Videoempfehlung noch, die Serie Halt and Catch Fire, die bringt es ziemlich, ziemlich gut rüber. Kleines Off-Topic. Diese Leute damals, die haben das aus Überzeugung gemacht, die haben da ein Commitment reingebracht. Da wollte keiner irgendwie freiwillig bei denen mitspielen, weil die coolen waren, sondern das waren Leute, die haben das gemacht, weil sie da Interesse dafür hatten, weil sie sich da reingefuchst haben, weil sie da was Neues aufbauen wollten. Jetzt, über die letzten Jahre, wie immer klarer geworden ist, dass man Softwareentwickler braucht, dass man IT-Leute braucht, hat sich da immer mehr so ein, ist es immer mehr so zum Magnet geworden für jede mögliche Art von Softwareentwicklern oder IT-Lern, die da vielleicht gar nicht mal so unbedingt diese intrinsische Motivation hatten, in die Softwareentwicklung zu gehen, sondern denen ist es halt als sicherer Job für die Zukunft irgendwie mal verkauft worden oder die waren in ihrem vorherigen Job nicht glücklich und haben gesehen, okay, also in der IT, da suchen sie, da gibt es massig Stellen und sind halt dann rüber gewechselt, ohne jetzt wirklich da eine große Leidenschaft dafür zu haben. Also man merkt es teilweise in den Vorstellungsgesprächen, wenn man dann fragt, welche Seitenprojekte machst du noch in deiner Freizeit? Ja, also Freizeit, da mache ich nur komplett andere Sachen. Und das ist für mich immer so ein Alarmzeichen. Also ich erwarte nicht, dass jemand wirklich
da 20 Stunden am Tag irgendwie durchprogrammiert und dann immer nur mit Pizza gefüttert wird, um nicht vom Stuhl zu fallen. Das ist falsch extrem. Aber so eine gewisse Grundinteresse an den ganzen Themen, auch außerhalb, dass man auch seine eigenen Projekte vorantreibt. Ich glaube, das zeigt ganz gut, dass jemand eine Motivation hat, da sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass es so attraktiv geworden